Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer Sendereihe Auf ein Wort hier bei BLK TV. Vor einigen Wochen, da saßen hier schon mit mir Herr Papke und Herr Richter, zwei Kandidaten, die sich um den Posten des neuen Oberbürgermeisters in Weißenfels bewerben. Am 24. April ist ja der erste Wahlgang sozusagen für dieses Amt. Wir möchten natürlich den Reigen komplett machen. Aus dem Duo ist ein Quartett entstanden und ich freue mich ganz besonders, den nächsten Bewerber mit mir hier sitzen zu haben. Und ich möchte Ihnen heute Bernd Ostermann vorstellen, den Kandidaten der SPD, und mit ihm auch über sein Wahlprogramm sprechen. Herzlich willkommen, Herr Ostermann. Hallo und danke, dass ich da sein darf. Herr Ostermann, wir starten gleich durch. Nicht jeder kennt den Herrn Ostermann. Wenn er jetzt nicht zufälligerweise aus Großkorbeta ist, da werden Sie mehr kennen. Aber auch in Weißenfels sollen Sie die Leute ja kennenlernen. Vielleicht mal in zwei, drei Sätzen. Wo kommt der Herr Ostermann her? Was macht er gerade? Und warum fühlt er sich berufen, Oberbürgermeister zu werden? Ja, ich bin gebürtig aus Aschersleben, 50 Jahre alt, verheiratet, zwei Kinder, 12, 16 Jahre alt. Bin Diplomkaufmann vom Beruf, aktuell tätig in der Raffinerie als Personalleiter. Bin seit 20 Jahren in Großkorbeta ansässig. Meine Frau ist gebürtige Weißenfelserin. Bin sehr stark verwurzelt mit der Stadt und mit den Ortschaften draußen. Warum Oberbürgermeister? Ich denke, ich kann das. Ich kann diesen erforderlichen Ausgleich, diesen Spagat zwischen Ortschaften und Kernstadt leisten. Ich habe wirtschaftliche Kompetenz, die ich als Pfund mitbringen kann. Ich bin ein Spezialist für schwierige Aufgaben. Das habe ich in der Vergangenheit schon bewiesen. Und von daher spät, aber nicht zu spät. Ja, wir haben Sie auch erleben dürfen vor einer Woche im Kulturhaus der Stadt Weißenfels, als Sie sich mit den vier oder mit den drei anderen Kandidaten schon mal einen ersten, in Anführungszeichen, Schlagabtausch geliefert haben. Da schließt sich natürlich gleich meine nächste Frage an, Herr Ostermann. Sie sind zurzeit Ortschaftsrat von Großkorbeta. Ich will mal sagen, der kleine Bürgermeister. Damit natürlich schon eine gewisse Vorbildung fürs Amt. Aber das Thema der Stadtteile, das ist ja gerade in der Stadt Weißenfels immer wieder mit Kritik behaftet. Gerade unser Oberbürgermeister wird da öfters einmal auch angegangen, weil man nicht so zufrieden ist, wie die Stadtteile denn von der Kernstadt behandelt werden. Jetzt kennen Sie ja die Seite des Stadtteils, nämlich Großkorbeta. Sie bewerben sich um das Amt des Oberbürgermeisters. Wir gehen mal davon aus, das klappt am 24. April. Was haben Sie auf Ihrem Wahlzettel oder Wahlprogramm zu stehen, damit das besser wird, damit diese Ortsteile denn auch sich dazugehören fühlen, weil manch einer sagt, na, die haben uns da schon lange vergessen? Da fällt mir als allererstes ein Spruch, der Robbie Risch, dem amtierenden Bürgermeister, zugegeben wird. Ob er wirklich von ihm ist, weiß ich nicht. Er soll mal gesagt haben, ich bin hier angetreten, um Oberbürgermeister zu sein und nicht Landrat. Das sagt viel über die Vergangenheit, das sagt viel über die Probleme, die wir haben. Wir haben das Zusammenwachsen der Stadt an vielen Stellen mit zu wenig Bürgergeist gemacht, das heißt zu wenig Dienstleistung. Und wir haben die Integration der Ortschaften nicht wirklich als Integration verstanden, sondern erwartet, dass die Ortschaften sich assimilieren. Das wird nicht funktionieren. Nimmt man den Blick auf das Bild eines Landkreises, ist klar, ich habe in der Stadt einen ländlichen Raum und ich habe eine Kernstadt und ich habe Mischbereiche, die eher kleinstädtisch strukturiert sind. Und die Integration in eine gemeinsame große Stadt kann nur gelingen, indem man die kulturellen Unterschiede, die man auch klassischerweise in einem Landkreis hat, indem man die auch in einem Stadtgebilde zulässt. Das hat man in der Vergangenheit versucht zu unterdrücken und daraus sind viele von den Konflikten entstanden. Kein Verständnis für die Probleme in der Kernstadt, kein Verständnis für die Haushaltszusammensetzung in den Ortschaften, dass über weite Strecken auch das Geld gar nicht da war. Aber es hat sich eben doch keiner die Mühe gemacht, den Ortschaften zu erklären, warum das so ist. Und da müssen wir ran, dort ein gemeinsam schaffen, wechselseitiges Verständnis für die Bedürfnisse der Kernstadt, für die Bedürfnisse der Ortschaften. Ich glaube, dass das Grundverständnis in den Ortschaften da ist. Wir haben nur zu wenig geredet miteinander.
um wirklich zu sagen, gemeinsam sind das unsere Schwerpunkte und wir tragen diese Schwerpunktsetzung in den Ortschaften mit, wenn ihr uns dabei nicht vergesst. Wir müssen auch klar anschauen, in den Ortschaften, das ist auch nicht homogen. Fahre ich durch die Ortschaften, dann sehe ich dort durchaus vergessene kleine Orte. Es gibt Orte, die sind picobello, da gibt es relativ wenig zu meckern. Ich schaue nach Langendorf, ich schaue nach Tagewerben. Es gibt andere Bereiche, da erwartet man nicht, dass das so nah an der größten Stadt des Burgenlandkreises ist. Schaue ich nach Borau rein, in den Ortskern, da schaudert es einem manchmal schon an der einen oder anderen Stelle. Es gibt auch andere Orte, die nicht so bevorzugt waren, um nicht zu sagen, dass sie benachteiligt waren. Reichertswerben gehört dazu. Da müssen wir mehr ran. Die Themen, die in den Ortschaften auf den Nägeln brannten, Schulstandort Üchteritz zum Beispiel, es hat viel zu lange gedauert. Viel zu lange gedauert, sich da klar zu positionieren und diesen Ortschaften in der großen Stadt eine Zukunftsperspektive auch mit solchen strukturellen Maßnahmen aufzuzeigen. Das müssen wir nachholen, dann wird sich dieses Verhältnis zwischen Kernstadt und Ortschaften nachhaltig verbessern. Wobei ich sagen muss, persönlich, die letzten 3 Jahre im Rückblick, es hat sich schon vieles gebessert. Es ist nicht so, dass es in der Stadtverwaltung beim Herrn Risch keinen Lernprozess gegeben hat. Wir haben in den letzten Jahren auch, muss man sagen, wo in den einzelnen Ortschaftsräten auch schon ein Stück der alten Generation der Ortschaftsräte und alten Ortsbürgermeister rausgewachsen ist, gab es schon auch viele Kompromisse, ein Aufeinanderzugehen und diesen Prozess müssen wir fortsetzen. Ja, ich denke, die Städte gehören oder die Ortschaften gehören zur Stadt Weißenfels. Da braucht man nicht zu diskutieren. Sie haben einige interessante Beispiele ja angesprochen. Langendorf, auch Ihre Stadt Groß-Corbeta. Wenn ich so durchfahre, ich wohne jetzt selber in der Kernstadt, aber wenn ich dann mal so durch Langendorf fahre oder eben auch durch Groß-Corbeta, fällt mir eines auf und das geht meines Erachtens in der Großstadt Weißenfels verloren, ist dieser Zusammenhalt in diesen Städten, die Sauberkeit, die Ordnung. Da bist du ja immer richtig geflasht, wenn du durchfährst, da ist nicht irgendwelche Müllecken wie in Weißenfels, da ist alles in Ordnung und es wird aufeinander geachtet. Kann man denn von diesem Spirit aus den Ortsteilen nicht etwas hinüberziehen in die Kernstadt? Ja, selbstverständlich. Selbstverständlich. Das meine ich ja damit, dass wir uns nicht assimilieren sollten, sondern integrieren. Integrieren bedeutet immer, dass der zweite Teil auch etwas zurückgeben kann. Gutes Beispiel haben Sie angesprochen. Es hängt immer von dem bürgerschaftlichen Engagement an. Ich habe gestern Fotos zugeschickt bekommen, wo bei uns hinterm Bahndamm irgendwelche 18 Reifen rumliegen und 5 Müllsäcke etc. Das wird in relativ kurzer Zeit bemerkt, fotografiert. Ich kriege die Fotos zugeschickt, wir geben es an die Stadtverwaltung weiter. Ist das Problem gelöst? Wenn das auf dieser Arbeitsebene dann auch angesprochen wird, dann sind die Probleme auch schnell gelöst. Aber es braucht erstmal den Kümmerer vor Ort, der den Anstoß gibt. Deshalb habe ich auch zu Beginn des Wahlkampfes sind so ein paar Bilder rumgegangen. Ich habe auch selber mal welche geschossen von der Schlachthofstraße. Eines Morgens, nur mal 8.20 Uhr, mal 3 Aufnahmen gemacht. Die Leute, die den Müll dorthin schmeißen, sind auch Bürger der Stadt. Ja. Und es gibt verdammt viele Bürger, die das auch sehen, die das wahrnehmen, aber nichts tun. Ne? Die sind dann wie die 3 Affen unterwegs, halten die Ohren zu, die Augen und sagen, tun sie auch nichts. Ja. Damit ist weder uns als Stadtgesellschaft geholfen, noch der Stadtverwaltung. Die Stadtverwaltung kann auch nicht alles alleine leisten. Sie braucht den mitmachenden Bürger, der sich einbringt. Ja, auf das Thema werden wir später noch mal kommen, Herr Ostermann. Wir haben ja in Weißenfels jetzt bei der Oberbürgermeisterwahl auch eine gewisse Besonderheit. Es dürfen Jugendliche ab 16 Jahren bereits den Weg zur Wahlurne nehmen. Und ich denke, da ist der Fokus, wir sprechen ja auch immer von Politikverdrossenheit, gerade bei den jungen Leuten, ist mir in Ihrem Wahlprogramm folgender Satz aufgefallen, einer mit Ideen für die Jungen. Auf was können sich die jungen Leute mit einem Oberbürgermeister Bernd Ostermann einstellen? Ja, das Thema Themen für Junge verbindet sich für mich sehr stark auch mit dem Thema Digitalisierung.
Mit dem Thema Stadtteilzentren schaffen. Wir haben jetzt eine Initiative von der Stadt für die Neustadt in Richtung Tagewärmer Straße 1, gemeinsam mit der Caritas, mit der Brücke, an einem größeren Standort dort zu arbeiten. Wir haben aber auch andere soziale Schwerpunkte in der Stadt, wo wir Angebote schaffen können. Das ist am Kugelberg oben, das ist am Südring. Das kann man verzahnen mit digitalen Stadtteilzentren, wo man Services vor Ort anbietet, wo man dann halt auch durch die einmal geschaffenen Räumlichkeiten auch die Möglichkeiten hat, wieder Treffpunkte für Jugendliche im öffentlichen Raum zu schaffen. Ich bin mehrfach angesprochen worden in den letzten Wochen über das Thema Ausstattung Spielplätze, aber eben nicht nur für Kinder oder für junge Leute, die bald Kinder haben wollen, sondern genau für die Ebene dazwischen. Gibt es denn mal einen vernünftigen Skaterpark? Gibt es denn mal Freiluftsportanlagen in dem Sinne, wie uns das gerade unsere osteuropäischen Nachbarländer sehr gut vormachen? Wir haben keine Sportspielgeräte in dem Sinne. Das ist in Osteuropa ein großer Trend. Das schwappt jetzt auch langsam nach Deutschland rüber. Man sieht schon sehr viel an der Ostseeküste. Sowas kann man sich dann im öffentlichen Raum vorstellen. Einbindung von Jugendlichen in das Mitmachen in der Stadt ist mir wichtig. Ich habe das Thema Jugendparlament wieder aufgeworfen. Das gab es vor Jahren schon mal, die Diskussion, aber das ist nie ernsthaft betrieben worden. Wir müssen da rein in die Schulen, wir müssen die Jugendlichen auch irgendwo abholen und nicht immer erwarten, dass ich irgendwo ein Schild hinstelle und dann läuft das schon von alleine. Nein, ich muss Angebote machen, hingehen, mit den jungen Leuten in Diskussion gehen. Ich selber bin zweimal im Jahr bei uns in der Schule im Sozialkundeunterricht, um auf die jungen Leute zuzugehen, mir anzuhören, was deren Probleme sind. Wenn man dann Möglichkeiten schafft, sie dort abzuholen, dann wird das auch bei einem Versuch nicht nur bleiben, sondern auch klappen, dass man das mal schafft, ein Jugendparlament zu installieren, Mitspracherecht für junge Leute, Gestaltungsmaßnahmen so aus dem Blickwinkel zu bearbeiten, dass auch junge Leute sagen, ja, das will ich so, das ist nachhaltig, ich bin bereit, diese Investition in der Zukunft mit meinen Steuerzahlungen zu finanzieren. Vieles passiert ja erstmal über Kreditfinanzierung und die junge Gesellschaft, die jetzt am wenigsten an der Entscheidung betroffen ist, muss den ganzen Mist bezahlen. Dann sollen wir uns bitte auch Mühe geben, diese junge Generation stärker einzubinden in diese Entscheidungsfindung. Ja, Digitalisierung ist da sicherlich ein ganz großes Thema. Wir haben es ja auch gemerkt, vergangene Woche bei der Sitzung oder bei der Vorstellung im Kulturhaus, als ein junger Mann dann sich zu Wort gemeldet hat und besonders über das Thema gesprochen hat, wo ich auch der Meinung bin, da muss man sicherlich mal drüber nachdenken, nämlich die Stadtratssitzungen der Stadt Weißenfels werden immer noch nicht wie andernorts im Netz übertragen. Der Bürger muss noch für jede Dienstleistung die Amtsstube aufsuchen. Ja, solche Dinge wie Personalausweis verlängern und so weiter. Ich glaube, das muss man heute nicht mehr machen, dass man da sich anstellt und dann womöglich noch eine relativ lange Zeit, jetzt auch unter Corona waren ja auch Mitarbeiter knapp, da zu warten. Da könnte man sicherlich mehr tun. Sie haben einige Dinge schon angesprochen. Gibt es da noch ein weiteres großes? Ihr Kollege, Herr Papke, spricht von einer App. Wie sieht Ihr Konzept für die digitale Zukunft der Stadt Weißenfels aus? Eine App ist ein reines Kommunikationsmittel. Das bringt uns in der Digitalisierung null weiter. Man kann damit Informationen teilen, man kann Katastrophenschutzwarnungen machen. Da haben wir im Burgenlandkreis auch noch Nachholbedarf, muss man sagen. Das funktioniert auch gerade in Osteuropa wesentlich besser. Wenn ich allein schon nach Estland schaue, da habe ich in 5 Minuten mit meinem Personalausweis eine neue Firma registriert. Nun müssen wir aber da auf dem Teppich bleiben. Bestimmte Dinge können wir gar nicht beeinflussen. Es sind bundespolitische Entscheidungen oder landespolitische Entscheidungen. Aber wir nutzen die Spielräume noch gar nicht, die wir haben. Sicherlich liegt das auch am Geld, das heißt eine Schwerpunktsetzung für eine starke Verwaltung, dass man für die benötigten Investitionen dort für den Kauf von Software die Voraussetzungen schafft, dass man Terminals anschafft, dass man technische Infrastruktur in der Stadt besser vernetzt, dass man über diese Vernetzung und über diese Terminals städtische Dienstleistungen, aber nicht nur, sondern halt auch Vernetzung zu kommunalen Dienstleistern, wie zum Beispiel Sperrmüll auf Abholung. Wenn ich da so einen kommunalen Terminal irgendwo stehen habe, zum Beispiel beim Rewe in Weißenfels West, muss es doch möglich sein für den Bürger, dann sich an diesem Terminal mit seiner Ausweisnummer anzumelden,
Und einfach zu sagen, ich rufe mir den Kalender von der Exas auf, um mir meinen Sperrmüll selber zu buchen und nicht erst ewig durch die Gegend zu telefonieren, fünfmal nicht erfolgreich zu sein und dann gerade durchzukommen, wenn die wieder Mittagspause haben. Also wie gesagt, eine reine App ist keine Digitalisierung, sondern wir brauchen echte Softwareinvestitionen, wir brauchen solche Kontaktterminals für die Bürger draußen. Es müssen nicht nur besetzte Bürgerbüros sein, sondern es können auch Kontaktterminals sein. Und wir müssen die städtischen Aktenlagen digitalisieren. Wir diskutieren über das Thema Standort eines Archives, um möglicherweise irgendwelche alten Stadtratsprotokolle mal in Papierform in die Hand zu nehmen. Sorry, das ist nicht nachhaltig. Sondern wir müssen hier diese städtischen Dokumente als elektronische Dokumente ablegen, mit einer Suchfunktion. Ein digitales Archiv gehört für mich damit dazu. Da sind wir dann auch schon fast beim nächsten Thema, weil das digitale Archiv würde ich dann gerne in das Thema Bibliothek mit einbinden, um dort auch für mehr Nachhaltigkeit und Zukunftsfähigkeit für die Stadt zu sorgen. Aber zu dem Digitalisierungspunkt, ein Punkt abschließend, ich habe beruflich sehr viel Erfahrung mit Digitalisierungsthemen. Ich habe viele Jahre für die Arbeitsagentur in den Verwaltungsausschüssen gearbeitet, habe da als Verwaltungsausschussvorsitzender für die Arbeitgeberseite in Merseburg den bundesweiten Piloten für die Einführung der digitalen Arbeitsamtakte begleitet. Das war in den Jahren 2009 bis 2012, wo dieser Pilot gelaufen ist. Das ist jetzt 10 Jahre her, seit wir diese digitale Arbeitsamtsakte haben. Wenn wir uns jetzt anschauen, was in diesen 10 Jahren in Weißenfels passiert ist, sorry, nix. Genau. Geld war das Stichwort. Natürlich gibt es viele Wünsche, die sich auch der ein oder andere gerne erfüllen lassen würde durch seine Kommune. Aber wir haben natürlich nicht unendlich Geld zur Verfügung und können es zum Teil auch nicht selber drucken. Wir kommen zu einem anderen Thema, Herr Ostermann. Auch da haben Sie bereits Ihre Statements abgegeben. Hat auch was mit Geld zu tun, aber jetzt erstmal geht es nicht in die Richtung der Stadt Weißenfels, sondern das Geld kommt woanders her. Im nächsten Jahr steht uns eine längerfristige Teilung der Stadt bevor. Die Saalebrücke kommt weg, eine neue wird gebaut. Das geht nicht von jetzt auf gleich, da sind wir nicht wie in China, die sowas vielleicht in 14 Tagen oder 3 Wochen machen. Viele sehen Probleme im Bereich der Sicherheit, im Bereich der Rettungsdienste und der Feuerwehr, weil der direkte Zugang in die Neustadt nicht mehr gegeben ist. Herr Risch hat ja jetzt sogar angeregt, man möge die Bauarbeiten verschieben, weil in der Leipziger Straße auch noch Bauarbeiten sind. Also man hat wieder mal nicht geguckt, was läuft denn gerade parallel oder mache ich die ganze Stadt dicht? Wie sehen Sie das Thema? Ist da genug gesprochen worden oder gibt es da noch Bedarf, Dinge vielleicht doch mal etwas detaillierter zu beleuchten, weil da sind ganz viele Knackpunkte drin und Zündstoff für Probleme, die dann aufkommen? Eine wahrnehmbare Diskussion zu dem Thema, was auch das Abholen der Bürger anbetrifft, die hat es nicht gegeben. Es mag irgendwelche Hinterzimmerdiskussionen im Stadtrat gegeben haben, aber eine öffentliche Diskussion, was will der Bürger, was ist die Erwartung des Bürgers, habe ich nicht gesehen. Ja, dieser Vorschlag, den ich ja auch bewusst in den letzten Wochen wieder mit eingebracht habe, hat Konsequenzen. Der kostet Geld, ist vielleicht von der Umweltseite für den einen oder anderen schwierig, weil dann vielleicht 2 oder 3 Bäume weggenommen werden müssen. Oder man gegebenenfalls, je nachdem, wo man diese Pontonbrücke baut, auch nochmal in die Gestaltung des Uferkais vom sogenannten Klimaparkplatz eingreifen müsste, zumindest provisorisch. Aber es liegen keine Zahlen auf dem Tisch. Was kosten uns diese zusätzlichen Polizeiwache, Rettungswache? Welche Risiken haben die Bürger, was verspätete Erreichbarkeit des Krankenhauses anbetrifft? Was ist, wenn dann auch mal ein größeres Feuer in der Neustadt ausbricht und es genau diese 15 Minuten Verspätung sind, die ich brauche, um über die Langendorfer Straße oder über die Leipziger Straße rauszufahren. Das Thema Leipziger Straße ist ja jetzt wohl offensichtlich entkrampft mit der Baustelle, dass die Baustelle ein halbes Jahr später anfängt, also nicht mehr 23, sondern Anfang 24, sodass der erste Bauabschnitt in der Leipziger Straße zu dem Zeitpunkt fertig sein kann. Man muss immer noch abwarten, es ist nicht ausgeschrieben, das Ding ist noch nicht gebaut. Wir wissen, wie das auf dem Bau zurzeit aussieht, mit Verfügbarkeit von Bauunternehmen, mit Preisentwicklung, gerade aktuell.
Das kann auch ganz schnell den einen oder anderen Fördermittelgeber oder die Stadt wieder enorm unter Druck setzen, was auch notwendige Verschiebung von Investivmaßnahmen anbetrifft. Aber diese Diskussion will ich anstoßen. Da gehört das Land an den Tisch, da gehören unsere Stadträte an den Tisch und wir müssen im Interesse unserer Bürger hier nochmal alle einzelnen Argumente auf den Tisch packen und erstmal zusammenrechnen, was das ausmacht. Ja, und das Thema betrifft nicht nur Gewerbetreibende, die Industrie, Autofahrer, Fußgänger, Einkäufer. Also hier, denke ich, ist die gesamte Bevölkerung der Stadt Weißenfels sicherlich auch, braucht auch eine genaue Information, was da auf sie zukommt. Wir drehen uns mal in die Bevölkerungsgruppe unserer älteren Mitbewohnerinnen und Mitbewohner in der Stadt. Da haben wir eine ganze Menge. Weißenfels leidet ja wie viele andere Städte auch durch eine gewisse Überalterung der Bevölkerung. Und hier gibt es immer wieder Beschwerden und Diskussionen, die auch schon an mein Ohr getragen wurden. Mangelnde Sicherheit und Ordnung im Stadtgebiet. Ich kenne Seniorinnen und Senioren, die sich nach Einbruch der Dunkelheit nicht mehr auf die Straße trauen, sich keinen Besuch im Kulturhaus abends mehr zutrauen, weil in der Neustadt diverse Dinge ja auch vorkommen auf der Straße, von Diebstählen wie Schlägereien und so weiter. Was kann ein eventuell zukünftiger Oberbürgermeister Bernd Ostermann neu regeln und dieses verloren gegangene Vertrauen der Bürgerinnen und Bürger wiederherzustellen? Man muss sich die Struktur des Ordnungsdienstes ganz genau anschauen. Häufig wird mit anderen Bundesländern verglichen oder mit dem Ausland verglichen. Wir haben in Sachsen-Anhalt nicht die rechtlichen Regelungen, eine echte Stadtpolizei zu schaffen. Abgesehen davon, ob man die sich leisten können, / wollte. Mehr Sicherheit kostet Geld, das ist das eine Thema, aber für mich sind grundlegende Themen noch nicht diskutiert. Das heißt Struktur des Ordnungsdienstes, Erreichbarkeit, Digitalisierung, sehr häufig liegt das nämlich auch daran, dass ich den Ordnungsdienst in dem Sinne gar nicht erreiche. Welche Möglichkeiten hat man dort entsprechend, weg vom klassischen von der klassischen Telefonmeldung? Wir müssen da auch grenzenlos denken, uns mit dem Landkreis zusammensetzen. Wäre das vielleicht auch denkbar, diesen Erreichbarkeitsdienst, will ich es mal nennen, ich will bewusst das Wort Telefondienst eigentlich nicht verwenden, mit der Leitwarte des Burgenlandkreises zu verknüpfen. Dort ist Infrastruktur vorhanden. Gegebenenfalls ist dort das Personal aufzustocken günstiger, als selber eine eigene Leitwarte für den Ordnungsdienst vorzuhalten, wenn ich diese Besetzung, die Erreichbarkeit sicherstellen möchte und erreiche auf diese Art und Weise schon, dass mehr Leute vom Ordnungsdienst auf der Straße sind. Wir müssen uns die zeitliche Struktur anschauen. Wo sind die Ballungsräume des jetzigen Dienstes? Und natürlich müssen wir auch fair mit den Mitarbeitern umgehen. Die Mitarbeiter setzen sich bestimmten Risiken aus. Was bedeutet das Schichtgestaltung für die Kollegen? Ist das von der Stadtverwaltung und auch vom Stadtrat jetzt schon ausreichend gewürdigt? Auch was Thema entgeltliche Einstufung anbetrifft oder Nutzung von tarifvertraglichen Instrumenten für die Spätarbeit oder partielle Nachtarbeit. Das müssen wir uns alles im Detail nochmal anschauen, um auch hier den Mitarbeitern Wertschätzung entgegenzubringen und durch diese Wertschätzung auch eine höhere Motivation im Ortsdienst zu erreichen. Das reine Plakat, ich will am liebsten in 24 Stunden Ordnungsdienst haben, das funktioniert nicht. Weil so wie ich den Bürger abholen muss, muss ich auch die Mitarbeiter abholen. Ich muss mich um die Mitarbeiter kümmern und denen auch die Wertschätzung entgegenbringen. Dann sind die motivierter dabei und können in dem Ordnungsdienst im Sinne der Stadt bessere Leistung bringen. Auf der anderen Seite dürfen wir den zweiten Aspekt, den ich vorhin schon mal angesprochen habe, nicht vergessen. Den couragierten, mitmachenden Bürger, der sich bestimmte Sachen einfach nicht gefallen lässt. Der hinguckt, hinschaut, zum Telefonhörer greift oder künftig dann die Meldeterminals verwendet, wenn die Stadt dann mal digitalisiert ist und sagt, da gibt es ein Problem, kümmert euch drum. Da müssen wir dran arbeiten, dass wir jedem Weißenfelser sagen, wenn du dich in deiner Stadt nicht mehr wohlfühlst, frag dich bitte auch selber, kann ich selbst etwas daran ändern? Ja, gutes Schlusswort, Herr Ostermann. Und das waren 25 Minuten auf ein Wort mit einem der Kandidaten zur Wahl des Weißenfelser Oberbürgermeisters. Heute an meiner Seite Bernd Ostermann von der SPD. Ich sage vielen Dank fürs Gespräch. Es sind einige interessante Themen dabei. Ich denke,
Die Wählerinnen und Wähler können sich ein gutes Bild machen, was Bernd Ostermann mitbringt, sollte er Oberbürgermeister dieser Stadt werden. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.